Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ein Zeitschriften-Review, das Lego Ninjago Magazin, Ausgabe Nummer 55, Oktober 2019, für 3,99 am Kiosk mit zwei Lego-Extras, dem Ninja Kai hier als Minifigur, plus fünf coole Sammelkarten, in dem Fall vom Lego Star Wars Trading Card Game bzw. Trading Card Collection. Ist ja kein Spiel, Serie 2. So. Schauen wir mal, machen wir erstmal hier die Figur ab, die mit Tesa befestigt ist. Nein, mit Klebstreifen. So, dann machen wir erstmal hier einmal ab und dann auf der Rückseite zupfen wir das auch noch hier so ein bisschen runter. Versuche es ein bisschen so zu machen, dass die Zeitschrift aber nicht kaputt geht nach Möglichkeit. Gerade an der Falz hier passiert sonst ab und zu mal. Naja, da auch wieder, aber ist nicht so schlimm. Ist nur so ein bisschen was, was da abgeht. So, hält sich in Grenzen. Das passt. So, den Müll beiseite. Und dann noch das Booster hier. Booster ist schön, der wird sich mein Kleiner wieder freuen. Kann sich in sein Kinderzimmer hängen. Den Ninjago-Poster. So. Ziehen wir hier noch den Klebestreifen ab, der ist ein bisschen länger, der geht bis hier und schwupp und ab. So. Und dann, wie immer, wir beginnen mit dem Magazin. Das gucken wir uns zuerst an. So, da hätten wir Werbung für Lego Ninjago Sets, dann Inhaltsverzeichnis, dann haben wir hier Kai, Meister des Feuers. Mit einer Ausrüstung, das Mega-Katana. Ein Kopf, zwei Gesichter wieder, wie immer. Und die Bauanleitung, wie wir den aufbauen. Dann machen wir das doch mal. Wir bauen Kai auf. So. Der Lieblings-Ninja meines Sohnemanns. Mein Lieblings-Ninja ist ja Zane, habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Gell? In einem anderen Video, meine ich, hätte ich das mal erwähnt. So, und da hätten wir dann hier Beine plus Oberkörper, dann der Kopf und zwar einmal hier so ein bisschen ernster guckend und einmal ein bisschen verschmitzt guckend. Dann wieder so die alten Ninja-Masken, die so helmförmig sind. So, da ist er hier. Seine Maske auf, ist er fertig. Der Kai, so, dann haben wir das Schwert. Das Schwert ist Mega-Katana. So, ein Lichtschwertgriff auf so ein Einer hier drauf, dann so eine Runde, ups, so eins, dann das Transparente hier, das Orangeschnell, so, dann das Schwert selbst rein, irgendwie geht es nicht rein, oder? Ich dachte, es geht bis zum Anschlag, nee, ist es nicht, ah, unten wieder diese Quaste oder was das ist. So, ja, das sieht doch schon richtig cool aus hier. Das ist das Mega-Katana und das können wir ihm dann in die Hand geben. So. Warte mal. Ne? Wenn er den Lichtschwertgriff jetzt quasi in die Hand bekommt. So, dann drehen wir das noch so ein bisschen. So, ist doch perfekt. Und dann haben wir mit dem Mega-Katana in der Hand. Schicke Minifigur, echt cool. Okay, dann noch ein extra hier, knackt den Code, so ein Rätsel. Dann eine Mission, also wieder so ein Rätsel hier, Start und Ziel muss man hinkommen. Dann eine weitere Mission, was irgendwie was falsch ist, muss man irgendwie erraten hier, Pyramidenpanik nennt sich das. Dann, also ist es richtig, das richtige Bild. Jetzt noch ein Croissant in der Hand, statt hier seine Waffe. Wus wäre Kopfnuss, auch wieder ein Rätsel, dann hier Werbung für Lego Ninjago, Abenteuer auf CD, DVD, Pop-Up-Buch und das ist ein Kinderroman wahrscheinlich. Dann Comic Teil 1, heiße Action. Dann nochmal eine Doppelseite Comic und noch eine Doppelseite Comic und dann geht es auf Seite 22 erst weiter, denn jetzt kommt das Poster. Vorher aber noch ein Rätsel hier. Dann müssen hier die Teile dann hier dementsprechend hinsetzen, dann zum Beispiel hier, das da, kommt dann hier oben hin, ja, A, auf die 2. Dann haben wir ein Poster, Lego Ninjago oder Kai mit seinem Mega-Katana. Dann hier volle Power, haben wir alle Ninjas drauf, sehr cool.
Und dann hier genau Mega Katana Action. Dann Abo des Lego Ninjago Magazins. Gibt es entweder Kai oder Zane als Spinjitzu Set. Dann geht es mit dem Comic weiter, Teil 2, Doppelseite. Noch eine Doppelseite. Und noch eine Doppelseite und dann ist Ende. So, dann haben wir noch News. Frostige Schurken-Attacke aus der Nimmerwelt. Okay. Das sind nur neue Sets, die es so gibt. Angriff des Eissamurai. Formlinge gibt es dann da. Okay. Einsatz für den Shurikopter. Flap, 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 flap. Schnellfeuershooter. Das ist wohl der Shurikopter und das ist dann hier Angriff des Eissamurai. Ich habe nichts dabei mit wie viel Sets oder sowas, aber hier nur, dass es das Set ist. Also das ist. Ah, hier kommen noch Facts. So stark ist der Eiskaiser. Eiskalte Bedrohung. Die Blizzard-Samurai. General Vex oder General Vex. Blizzard-Bogenschütze, Blizzard-Schwertmeister und Blizzard-Krieger. Drei frostige Fieslinge. Wir haben einen Eisdrachen hier noch. Uneinnehmbare Festung. Die Chancen der Ninja. Fazit. Dann Fanpost hier. Gemaltes und gebautes von Ninjago-Fans. Dann Umfrage mit Gewinnspiel. Vorschau auf die nächste Ausgabe. Die erscheint am 29. Oktober. Ausgabe Nummer 56, ein Blizzard-Samurai enthalten und eine limitierte Karte von der Lego Star Wars Trading Card Collection Serie 2 und zwar Chewbacca, LE7 ist das. Dann noch Werbung für das Lego Batman Trading Card Game und schließlich noch Werbung für das Lego Live Magazin für echte Lego-Fans. So. Das war die Zeitschrift. Die Minifigur haben wir schon zusammengebaut. Bleibt noch das Booster Pack mit den Star Wars Karten. Schauen wir auch hier rein. So. Das ist die besondere Karte. Die gucken wir uns zum Schluss an. Dann hätten wir hier gemeiner General Grievous, gemeiner Darth Vader, dann ein Comic, Unfall. Ich hoffe, der Typ ist versichert. Der hat gerade unseren Spiegel demoliert. Hier TIE, Vader's TIE Advanced und das Cockpit hier vom Millennium Falcon. Noch ein Comic. Fauliger Gestank. Ich schwöre, der Banta war's. Und Ultra-Duell Luke Skywalker. Sehr nice. Ja, coole Sache. Das also der Inhalt des Kartenpäckchens. Das war die Zeitschrift. Und das hier die Minifigur. Ja, ein wenig Minifiguren lohnen sich die Zeitschrift meiner Meinung nach schon. Das ist schon recht cool gemacht immer. Und das ist ja der Vorteil bei den Lego Ninjago Sets, sind es ja primär Figuren, eigentlich glaube ich primär Figuren, während es ja bei Lego Star Wars dann oftmals auch so kleine Modellbausätze sind, ja, so Mikro-Models oder Mini-Models, was auch cool ist, um Himmels Willen, ich will mich nicht beschweren, aber da würden ein paar mehr Mini-Figuren werden auch ganz cool. Ja, gut, hoffe ich, dass das Review hat euch gefallen und das Video natürlich auch. Wenn ihr so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, dann würde ich mich auch über ein Abo freuen. Dann auch wieder der Hinweis auf meine anderen beiden Kanäle, der Hauptkanal Lengli1013 und der Sportkanal sports@lengli1013. Beide Links in der Videobeschreibung, wie immer. Auch da würde ich mich freuen, wenn ihr mal reinschalten würdet, ein Abo dalassen könntet. Und natürlich auch Daumen nach oben, wenn euch die Videos gefallen. Das wäre echt cool. Wenn ihr auch die kleine Glocke aktiviert beim Abonnieren, bekommt ihr Bescheid, wenn ein neues Video online geht. Jo, dann sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.